Mein Lieblingsbago mit Abstand. Also wirklich mit Abstand, das ist das Marillenbago. Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass Bago mich auch in meiner Kindheit, bei meiner Großeltern in der Wachau natürlich, mich immer schon interessiert hat. Tradition gehört, wie alles im Leben, ein bisschen gepusht. Aber Tradition zu modernisieren, ist die kreative Kunst. Wir sind am Puls der Zeit. Unsere Change-Konzepte sind vom Frühstück über Mittags, über Nachmittagskaffee und unsere Mehlspeisen abends à la carte. Und so drehen wir immer wieder vier verschiedene Gastronomiesäulen in unserem Betrieb. Bei der Auswahl der Lieferanten ist es für mich besonders wichtig, die Personen, mit denen ich seit vielen Jahren zu tun habe. Und da habe ich noch ein kleines Kaffeehaus gehabt, ist der Günther schon mit seiner Bago-Box anmarschiert, voll sprühend, bitte, kostet es. Könnte man nicht vorstellen, kein Bago-Produkt in meinen Betrieben zu haben. Also das wäre, wie wenn ich kein Schnitzel hätte auf meiner Karte.